Sachen aus der Umkleide weggenommen, wenn ich den erwische. Interessant. Waren Sie bei der Kosmetik? Ja. Und Sie bei der Modedesignerin? Nanu, Frau Rennecke. Geschrumpft? Hahaha. Das ist von einem Kollegen. Mein Zeug ist weg. Hoffentlich keine Schlägerei. Doch. Nein, ich boxe wieder. Aha. Midlife-Krise. Nee, wahrscheinlich hat er ein paar graue Gehirnzellen zu viel. Quatsch. Ja, zeigt euch Schlaffis mal, was ein echter Kerl ist. Veronika, Mensch! Schön. Hast du jemanden gefunden, der auf den Kleinen aufpasst? Ja, kein Problem. Die Nachbarin macht das erstmal. Ich bin so froh, wieder bei euch zu sein. Endlich wieder Leben in der Bude. Machen Sie das nie wieder. Hansa Klinik Notaufnahme, Eber. Ja. Hallo. Ich bin Veronika. Gewagt. Ja. Kommen Sie, wir gehen uns umziehen. Gut, geht in Ordnung. Ein Patient mit einem blutenden Magengeschwür kommt gleich. Ja, und was ist mit dem schon angemeldeten Fallschirmspringer? Müsste jeden Moment hier sein, Dr. Benazev weiß Bescheid. Und Frau Jaspers? Noch beim Dialysepatienten. Ja, dann lass das Magengeschwür in eine andere Klinik schicken. Ja, und Hansen steigt mir aufs Dach. Ich könnte mich mit Zell um die Magenblutung kümmern, bis Dr. Jaspers dazukommt. Gut, tun Sie das. Männlich, 31 im Schock. 60-30, Frequenz 160. Verdacht auf Fraktur linker Unterarm, Beckenfraktur, innere Verletzungen. Der Ulkus? Ja. Am besten B1. Ich bereite schon mal die Gastroskopie vor. Schade, dass jetzt keiner von der Verwaltung hier ist. Wir dürfen keine Einlieferung mehr abweisen, auch wenn es bei uns brennt. Wie ist er sediert? Fenter Dormicum. Sein Fallschirm ging nicht auf und der Reserveschirm leider zu spät. Okay, 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss. Gern. Hallo? Hallo? Charlotte Marquardt. Erich Burasch, ich bin der neue Notarzt. Ja, ich weiß. Darf ich Ihnen Kaffee spendieren? Kaffee vertrage ich überhaupt nicht. Tee? Danke, mag ich nicht. Sie sind aber ein schwieriger Fall. Ja, ein hoffnungsloser sogar. Mhm. Tut mir leid, ich muss los, Einsatz. Schade. Du, euer Lottchen hat ein Auge auf mich geworfen. Charlotte. Ja. Die Ärmste.